No proper equipment. No intel to speak of. Heavily outnumbered. Expected civilian casualties if we fail. Over 10,000. I really hope Lady Luck owes us a favor or two. Impressive entry, my friends. Too bad you don't have silencers, though. Soltani to everyone. If you hear one more shot fired, execute the hostages. There's more of you, isn't it? Tell your friends to come out and surrender. You can't fire your weapons, so why don't you drop them? Now! Oi! There's really no joy in killing someone. Unless it's a notorious terrorist and the kill is spectacular. Ja, und damit willkommen zu Arma Tactics zum Auftakt der letzten Mission dieser Operation. Wir haben jetzt die Shabi-Fabrik in Daga erreicht. Irgendwie hat die Sequenz nicht gepasst zum Erreichen der Villa aus der letzten Mission. Ist aber auch total egal. Soltani ist tot. Und wir müssen jetzt drei Bomben entschärfen, die sich in dieser Fabrik befinden. Außerdem werden hier Fabrikarbeiter als Geiseln gehalten, die erschossen werden, wenn wir nicht vorsichtig sind. Mein Team wurde zwar entdeckt, der Alarm wurde aktiviert, aber ja, wir sind gut ausgestattet und können dann dementsprechend auch loslegen. There are three explosives within the chemical plant. If you don't defuse them, along with our own asses. Well, so much for saving the hostages. We can't do both. Who says we can't try and save them and then defuse the bombs? They're gonna be executed as soon as there's a single shot fired. And in case you haven't noticed, we ain't got no damn silencers. That just makes it difficult, Masters. Not impossible. Yes, there's just one guy guarding the hostages. The one who's ordered to kill them if he hears shooting. Let's make sure the first shot he hears is the very last thing he'll ever hear. Gut. Wir versuchen natürlich, die Geiseln auszubefreien. Na, meine Übersichtskarte. Da sehen wir nämlich, rechts ist die dritte Bombe zum Entschärfen. Dahin ist die zweite Bombe. Erste Bombe da in der Fabrikhalle und hier sind die Geiseln zu befreien. Deshalb müssen wir eigentlich nur hier gerade den Gang durch, um die Geiseln da rauszuholen. Es sieht natürlich wieder einfacher aus, als es in Wahrheit am Ende sein wird. Ach verdammt, Ian. Du Salami-Cop. Du solltest doch nicht dahin gehen. Ich wollte eigentlich Marco auswählen. So viel zu der manchmal direkten Steuerung. Komm, Stan, weg. Wir wollen eh nur mit Ian jetzt loslegen. Am besten gehen wir mit Ian so weit es geht schon mal. Die anderen Herrschaften positionieren sich hier hinten ganz schön mal. Hinter den Brettern, die bestimmt für terroristische Einsätze genutzt werden. Geil wäre an dieser Mission, wenn die Bomben irgendwann explodieren nach ein paar Zügen. Aber ich glaube, wir haben einmal Glück. Vor allem, was sind das für Bewegungen von dem Soldaten? Der tritt die Wand. Bam. 10 EP für Ian. So, dann können wir unsere anderen Leute auch mal vorziehen. Siehst du schon einen Gegner, Derek? Nee, noch nix. So, wir könnten hier auf die Anhöhe kommen. Wir können aber auch hier unten durchs Geld gehen. Ich würde mal sagen, wenn wir oben die Anhöhe lang gehen, ist das sogar besser. Jedenfalls, um zu schauen, ob nicht hier sich noch jemand versteckt. Das kann nämlich mal Marco machen. Das Lustige ist, wurde ja gesagt, ich habe keine Silencer, ne? Ich habe wirklich keine Silencer. Obwohl ich die ganzen Missionen davor Silencer hatte. Ach, ist auch scheißegal. Jetzt sieht der ein. Ach so, das ist der, der die Geiseln erschießen soll, ne? Hm.
können wir definitiv nicht von hier unten kommen. Wir müssen hier versuchen, außen rum zu gehen. Na, sehen die Geiseln aus wie Terroristen? Nein, sie sehen alle drei gleich aus. Da hätte man vielleicht mal ganz kurz noch ein bisschen die 5 Minuten Arbeit mit investieren können, um den einen unterschiedliches Gesicht aufzusetzen. So, Marco da hoch. Ian. Das hat den sogar 2 AP gekostet bis dahin. Ich dachte, das wäre noch unter 5 Meter. Egal. Aber Ian muss nach vorne. Weil Ian wird den mit dem Messer ausschalten. Na komm. Obwohl das bis jetzt wirklich noch... Es scheint wirklich leicht zu sein, weil es sind hier keine sonstigen Feinde mehr dazwischen. Ich sehe nur den einen da vorne. Der hat nichts macht, außer da zu stehen. Genau, geh mal dahin. Störangriff von wo? Enemy spotted. Scheiße! Und jetzt? Der wird die Geiseln erschießen. Ey, ich wusste, dass hier irgendwo wieder ein scheiß Penner rumsteht, weißt du? Ja, das bringt mir nichts, auf den zu schießen. Ja, versuchen wir mit Marco den zu treffen. Oh, scheiße. Jetzt tötet er die Geiseln. Kacke. Naja, immerhin habe ich den noch fast getötet. Aua. Geiseln tot. Hä? Er hat nicht auf die Geiseln geschossen. Na komm, Ian. Ah, es war gar nicht... Doll ist Ian, aber nur 61% Trefferchance gehabt. Mit dem Messer, während er vor ihm steht. So, lass die Geiseln weiter in Ruhe. Damit Stan dich nächste Runde einfach so mies ausschalten kann. Na, vielleicht treffen wir den jetzt mit Marco nochmal. Ah, sehr schön. Jetzt hat er schon 93 Schaden kassiert. Ah, Derek, ey. So, Stan, das ist deiner. So. Alles klar. Nice one. Close Combat Experte, Hostage Saves und Veteran freigeschaltet. Was auch immer diese Achievements für mich bedeuten. Das einzige Wichtige ist, dass wir die Geiseln befreien können. Alles andere ist unwichtig. Derek, halt dich mal bitte selber. Wir müssen eigentlich alle dahin bewegen, um die Geiseln zu befreien. Kommt mir mal ein bisschen komisch vor. Kann doch einer allein denen sagen, so, ihr seid frei, geht weg. Kusch, kusch, lauft auf dem Gelände rum und lauft irgendeinem feindlichen Terroristen in die Arme. Unglaublich, anscheinend muss ich wirklich mit allen dahin laufen. Ach, anscheinend ist mein optionales Ziel nicht geschafft trotzdem, obwohl der die Geisel nicht erschießt, weil
Die hätten es wahrscheinlich nicht veröffentlichen dürfen in Deutschland, wenn die Geiseln erschossen werden von einem Terroristen und man es jetzt sehen kann, weil es ist ja Gewalt gegen Unbewaffnete. Ah, und jetzt heilt der da, weil ich den berührt habe. Verdammtes Automatikkram. Na, immerhin hat er wieder 100. Kostet mich natürlich unnötig jetzt Kohle. Verdammte Hacke, ey. Deutschland ist manchmal echt traurig. Hier zu leben, ey, was uns dazu also es ist so banal, also ohne Witz, dann ist das ist halt Krieg. Krieg ist schrecklich. Natürlich, man muss nicht übertreiben mit der Darstellung, aber sorry, es wird gesagt, Terroristen erschießen Geiseln, wenn ich sowas nicht schaffe. Und dann stehe ich hier und erschieße den Terroristen, was aber nicht zählt, weil ihr nicht zeigen dürft, wie ein Terrorist Geiseln erschießt. Was eine Sache ist, die wahrscheinlich weltweit leider viel zu häufig passiert. Man nennt das dann irgendwo Atmosphäre und wir sind immer noch in der digitalen Welt. Das ist nicht die Realität, auch wenn die Realität dargestellt wird an der Stelle. Das ist echt traurig. So, wen seht ihr denn? Ihr seht da vorne einen an den Fässern stehen, okay. Dann können wir bestimmt hier durchs Haus gehen, oder? Nee, beim Haus kommen wir nirgendwo raus. Geht's denn erstmal dahin? Ian. Da wirst du den nur aufschrecken. Geh mal auch runter. Boah, Stan kann richtig weit laufen. Ich habe teilweise die Leute im Movement verbessert. Au! Genau, treff ihn doch einfach mal kritisch. Warum? Weil du es kannst. Ja, und ich, Salami, treff den nicht zu Tode. Kannst doch auf die andere Seite gehen. Ich dachte eigentlich, ich würde ein bisschen näher rankommen. Und nicht hier hinten am Nirgendwo stehen. Jetzt trifft er bestimmt nochmal, oder? So, den da hinten triffst mit 72, dann erledige ich den. Boah, Stan. Schön, dass du mal auf mich hörst. Stan hieß früher auch ein Kollege von mir. Boah, 105 bei 33% Trefferchance nur. So, dann können wir den Ian direkt rüberschicken. Und ich glaube, hier drin war schon die erste Bombe versteckt, die es zu entschärfen gilt. So, Stan werden wir bestimmt nicht vorschicken. Sonst liegt er nämlich gleich schon im Gras. Können wir lieber mal den Ian wieder schicken. So, Derek. Ab hinter die Kiste. Stan hat ein eigenes Health Pack. Sollen wir eben benutzen. Ist ja immer in die letzte Mission der Operation. Da kann ich ja jetzt kein Risiko eingehen. Ich hoffe, ich habe keine Kiste übersehen. Immerhin dreht sich immer um ein bisschen Geld da drin. Alles klar, rein da mit dir. Siehst du irgendeinen Feind? Gerade anscheinend nicht. Da vorne ist aber Bombe 1. So, ab Marco. Natürlich, Marco sieht wieder ein. Wo soll der sein? Andere Seite steht er da und deckt Bombe 2, oder? Ne, das ist Bombe 3. Oh, wir müssen sogar wieder nach draußen gehen. Immer noch keinen neuen Gegner gefunden. So, Stan, schaffst du es auch bis an Container? Gut. Ihr könnt alle mit 57% treffen, oder? Das ist ganz schön weit weg.
Enemy spotted. Aber in einer schlechten Position, mich anzugreifen. Können wir noch versuchen, noch ein Stück näher ranzukommen. Das geht nicht als Deckungsposition, ne? Ah, Dark wird der ein bisschen Deckung bekommen. Komm, auch rüber mit dir, Marco. Haben wir hier ein Fenster drin? Nee, wir könnten den nur umlaufen, aber es bringt mir ja nichts. Okay, da vorne ist noch ein Feind. Oh, da hängt bestimmt einer hier links drin, oder? Enemy spotted. Oh, nee, du sollst da eigentlich nicht hingehen. Ich dachte, ich hätte unten den ausgewählt, den Stan. Aber vielleicht ist das ganz gut so, wenn Ian da oben steht. Ach, Stan schafft es natürlich wieder mal nicht unbemerkt irgendwo hinzugehen, ne? Jetzt habe ich den Salat wegen dem. So, Marco. Du bitte dahin. In der Hoffnung, dass der da vorne uns nicht sieht. Na doch, er feuert auf uns einmal. Verfehlt uns aber. Und läuft Gott sei Dank in die falsche Richtung. Da wird er uns nämlich nicht mehr gefährlich. Verdammt. Jetzt entscheidet doch mal, wo ihr hin wollt. So, er hat auf 2. Einmal 58, einmal 95. Genauso wie Derek hier vorne mit 95 auf ihn feuern kann. Kann ihn sogar direkt ausschalten. Das ist nämlich Bombe. Dann können wir nämlich sogar hier rüber gehen und uns noch beim LKW verstecken. Während Marco hier ganz hinten an die Ecke kann. So, Ian. 95 ist der hinter dir. Den wird aber Stan abknallen. Schönes Deutsch. So, dann geht nämlich Stan hier erstmal in den Verteidigungsmodus. Und du hast ja den mit 95. Komm, tot. Schön. Ah, ich wünschte, die würden wenigstens Angst verspüren oder irgendwie so eine KI haben, einfach, die sagt, mein Gott, wir sind unterlegen, wir sind umstellt. Wir sollten vielleicht lieber in Deckung gehen. Stattdessen rennen sie mir alle entgegen. Das nennt man dann keine gute taktische Ausbildung. So, dann nimmt den Ian mit. Mit etwas Glück. Was er gerade nicht hat. Ah, jetzt wenigstens einmal. Derek wird den jetzt noch ausschalten. Schön. Und damit sind wir sogar schon relativ nah an der ersten Bombe, die wir entschärfen können. Wo ich jetzt aber ein bisschen aufpasse. Nachher ist nämlich da noch im Bombenraum einer drin. Und ich stehe dann wieder da. Wie so ein Karnickel, was dem Wolf ins Auge reinguckt. Bevor es gefressen wird. Ach, wundervoll. So in etwa halt. Obwohl er steht mit dem Rücken zu mir. Wird mich also jetzt erstmal nicht belästigen. So. Nee, Stan, du gehst da nicht hoch. Wen muss ich eigentlich zum... I've disabled the bomb. Oh, Stanley kann die Bomben entschärfen, gut. So, Ian geht mal bitte nach da vorne. Ach, das war Marco wieder. Irritation. So, Ian, geh mal so nah ran, wie du kannst. Du wirst nämlich wieder mit dem Messer ausschalten gleich. Während Derek sich mal eben hier rüber verzieht. Ist natürlich die Frage, welche Bombe schalten wir zuerst aus? Bombe 2 ist da drin, Bombe 3 da unten. Und ich denke mal, wir laufen jetzt an Bombe 2 lang.
Und na, hoffentlich wird er jetzt nicht gesehen. Komm. Ah, sehr schön. Und wie ihr an diesen Terroristen aufspießen wird und werden wir noch die weiteren zwei Bomben entschärfen, so viel mehr beim nächsten Mal, wenn wir spielen Arma Tactics. Ich bin euer Doc, bis dann, ciao.